Hallo, Jonas, mein Name. Spreche ich bei der Pizzeria? Okay, perfekt. Und zwar, ich war in den letzten Sommerferien in Rostock und die Pizza hat bei Ihnen so gut geschmeckt, die würde ich mir gerne liefern lassen. Wie weit liefern Sie denn? Ja, schon so nach Hannover. Nach Hannover? Ist zu weit, meinen Sie? Ja, das ist natürlich sehr schade. Und das schaffen Sie auch nicht zum Frühstück. Also wenn die dann morgen früh dann um 7 oder so da wäre. Also ich bin Frühaufsteher. Ja, aber die Pizza schmeckt trotzdem bestimmt gut. Ja, okay, das ist natürlich wirklich schade. Kann ich auch verstehen, die Pizza wäre ja wahrscheinlich kalt dann, ne? Ja, ich bin in den Sommerferien wieder da. Da bin ich bei Bekannten. Da waren wir auch letztes Jahr bei Ihnen. Sehr gut. Also die Pizza Prosciutto schmeckt sehr gut. Also großes Lob. Sind Sie Koch? Ja? Wie lange machen Sie das schon? Ja, das hat man wirklich rausgeschmeckt. Das war super gut. Also ich kann, ich weiß, sehr, sehr, sehr gut. Ja. Das schmeckt man auch raus. Also dass da wirklich Liebe drin steckt in dem Ganzen. Nochmal eine andere Frage. Und zwar, also ich bin ja jetzt in der 10. Klasse und dann geht es ja so langsam darum, dass man schon mal gucken sollte, welchen Beruf. Und ist das möglich, dann in Sommerferien Praktikum bei Ihnen zu machen? Also kein Praktikum, das finde ich echt schade, weil also Koch wäre halt schon ein Beruf, der mich interessieren würde. Nee, ich meine, in Sommerferien bin ich ja in Rostock. Ja, okay, das ist natürlich sehr schade, weil ich könnte mir das wirklich vorstellen. Haben Sie sich schon mal beim Kochen verletzt, also verbrannt oder so? Weil davor habe ich echt Angst. Haben Sie sich schon mal verletzt beim Kochen? Weil, also ich habe wirklich panische Angst vor allen möglichen Verletzungen. Das ist ganz schlimm bei mir. Ach so. Ach so, ja, das ist wirklich gut auch. Also, das ist ja auch sicherer. Da muss man auch nicht so Versicherungs- und so bezahlen, ne? Okay. Gut. Wann machen Sie zu? Weil dann würde ich vielleicht noch nach Rostock fahren jetzt. Ja, gut, ne? 24 Minuten, ne? Ja, das wird schon eng. Dann komme ich morgen Abend eventuell vorbei. Kann man. Morgen Abend haben Sie aber offen, ne? Am Samstag, Sonntag. Ja, das ist sehr gut, weil dann kann man auch mehr Geld verdienen, ne? Ja, das ist auch wichtig, immer Business und so, ne? Sind Sie Chef? Ja, das ist natürlich, das ist ja wirklich. Haben Sie Angestellte? Haben Sie Angestellte oder machen Sie alles komplett alleine? Okay, auch ausliefern? Okay, und wer liefert das? Also wer ist dann in der Zeit im Laden? Okay, ja, das ist gut, ne? Ja, gut. Dann bedanke ich mich für das super nette Gespräch. Und ja, dann wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und einen schönen Feierabend, ne? Tschüss.